Gedankenlesen gehört ja zur Sparte der Mentalmagie. Also Magie mit Köpfchen sozusagen. Das, was Uri Geller jahrelang gemacht hat, mit Löffel verbiegen und so. Und auch ich habe früher schon einmal ausprobiert, mich ausprobiert in der Mentalzauberei. Und zwar vor ziemlich genau 10 Jahren. Das war bei einer Weihnachtsfeier und ungefähr die Hälfte meiner Klasse ist damals extra gekommen, um mal einen Auftritt von mir zu sehen, inklusive meinem damaligen Schwarm. Ich war also verdammt aufgeregt und ich hatte damals vor, dass eine zufällig gewählte Person im Publikum einen kleinen Gegenstand irgendwo im Saal versteckt und ich wollte den dann mit verbundenen Augen wiederfinden. Wollte. Weil es hat so gar nicht geklappt. Ich habe mich irgendwie ablenken lassen und es hat nicht funktioniert und es war super peinlich und es war auch noch mein großes Finale. Also ja, es ist schon mal was schief gegangen. Es ist auch so eine dieser typischen Fragen, die man als Zauberer immer wieder gestellt bekommt. Ja? Ist schon mal was schief gegangen? Was machst du tagsüber? Kann man davon leben? Und was hältst du vom maskierten Magier? Aber es gibt noch eine Frage, die wird noch häufiger gestellt als die 4 zusammen. Wie geht das? Woher nimmst du deine Ideen? Wie geht das alles? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Zauberbücher. Ja, denn in diesen Büchern ist natürlich das gesamte magische Wissen sozusagen festgehalten. Und das beantwortet auch gleichzeitig die Frage, was mache ich tagsüber? Ja, lesen. Und auf diesen Seiten, in solchen Zauberbüchern, ist eben immer etwas anderes erklärt. Es gibt Seiten mit Bildern, mit viel Text, schwarz-weiß, in Farbe. Und es gibt alles Mögliche. Also wer schon immer mal einen Blick in ein Zauberbuch werfen wollte, jetzt habt ihr die Möglichkeit. Und eben auf jeder Seite ist, wie gesagt, etwas anderes erklärt, ein anderes Geheimnis, eine andere Illusion. Und so eben auch zum Beispiel Kartentricks, Kartenzauberei. Und so etwas möchte ich einmal ausprobieren, und zwar mit dir. Nee, gut, wenn du nicht willst, dann musst du nicht, aber die Dame neben dir. Die darf natürlich einmal mit nach vorne kommen, kriegst einen riesen Applaus. Hallo, wie ist dein Name? Alex. Alex, komm mit nach vorne. Alex, standest du schon einmal auf einer Bühne? Ja. Ja, perfekt. Das heißt, das ist für dich kein Neuland, du kennst das alles schon. Wunderbar. Du darfst, genau, wir gehen hier auf die linke Seite, einmal zu diesem Tisch. Zu dem Buch komme ich gleich wieder. Zunächst, wie gesagt, möchte ich euch ein Kartenkunststück zeigen. Und ich habe das teilweise schon so gemacht, dass ich einfach irgendjemand im Publikum habe Stopp sagen lassen, um eine Karte zu wählen. Da wir so viele sind, habe ich gedacht, holen wir jemanden nach vorne. Das ist dein Job. Das heißt, du darfst jetzt gleich eine von diesen 52 Karten hier aus dem Spiel raussuchen, einfach irgendwo eine rausziehen, die anschauen, gut merken, weder dem Publikum noch mir zeigen. Okay? Also einfach eine Karte irgendwo mitten rausziehen, irgendwo, ja. Wunderbar. Schau dir die Karte gut an, gut merken und auf keinen Fall mehr vergessen. Okay? Wunderbar. Und dann darfst du die Karte wieder in die Mitte einfach irgendwo rein und ganz wichtig, dir die Stelle merken. Okay. Eigentlich wollte ich das Spiel hier noch geben zum Abziehen. Alles gut. Wir kriegen das auch so hin. Okay, das heißt, du hast im Prinzip keine Ahnung, wo genau. Also irgendwo mittig, aber nicht. Okay. Ja, dann fragen wir einfach sie. Ich habe, wie es der Zufall will, einen Stein mitgebracht. Und den darfst du jetzt gleich über deinen Rücken ins Publikum werfen. Und die Person, die diesen Stein, also die daneben, nein, keine Sorge, der ist aus Schaumstoff, da passiert nichts. Perfekt, du darfst einfach über deinen Rücken einmal ins Publikum werfen. Jawohl, wo ist er gelandet? Da relativ mittig. Genau, wer hat denn den Stein? Genau, du darfst einmal aufstehen. Du darfst erst in den Stein. Oh Gott, ich sehe nichts. Wunderbar. Wie ist denn dein Name? Jona. Jona, was vermutest du? An der wievielten Stelle von oben liegt ihre Karte? Und kleiner Tipp, das ist ein Pokerspiel, also haben wir 52 verschiedene Spielkarten.
Was vermutest du? Eine Zahl von 1 bis 52, an der wievielten Stelle von oben liegt ihre Karte? Die 32. Möchtest du dich nochmal umentscheiden? Nicht? Gut. Dann zählen wir einfach mal nach. Die 32. Stelle, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Welche Karte hast du gezogen? Die Kreuz 8. Und du wolltest die 32. Stelle. Hättest dich nochmal umentscheiden, wolltest du aber nicht. Hättest dich umentscheiden können, wolltest du aber nicht. Und ja, meine Damen und Herren, Zufälle passieren eben immer wieder. Und so ist heute Abend die Kreuz 8 an der von dir gewählten 32. Stelle und hat sich verwandelt in die Herzdame. Keine, nee. Ja, das ist ein sehr schwieriger Trick. Vielleicht so schwierig, dass ich nochmal nachlesen sollte. Mit leeren Händen, ja. In dem Buch, in diesem Zauberbuch, wo ich gesagt habe, auf jeder Seite ist ein anderes Geheimnis, eine andere Illusion. Und du kannst bestätigen, die Seiten sind alle verschieden. Die haben auch alle verschiedene Seitenzahlen. Ja? Da ist überall etwas Verschiedenes drauf. Texte, Bilder, andere Illusionen erklärt. Und wenn wir einmal ganz nach vorne blättern zur 32., 37, 34, 33, 32. Ja? Da liegt eine Karte. Die darfst du einmal rausholen und anschauen. Und das ist die Kreuz 8 an der 32. Seite. Dankeschön, dass wir da Platz nehmen. Vielen Dank fürs Mitmachen.